Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin. Und mit mir, der Renate. Herzlich willkommen aus unserem Arbeitszimmer. Wir haben uns gedacht, für dieses Update holen wir uns die Renate mal dazu, weil wir doch einiges vorhaben in diesem Update. Wir haben drei kurze Filmbesprechungen für euch, damit ihr es rauskriegt. Und wir möchten euch gerne unser neues Special vorstellen, das wir auf unserer Homepage jetzt raufgeladen haben. Ihr seht da das bereits schon in unserem geteilten Bildschirm. Und ich würde mal sagen, mit dem fangen wir gleich mal an, oder? Wir haben euch aufgrund unseres letzten Videos zum Thema Golden Globe Nominierungen, das ihr gerne nachschauen könnt, da reagiere ich auf diese Shitshow. Und währenddessen, dass wir das gefilmt haben, ist mir so irgendwie bewusst worden, dass ich da relativ viele Fachbegriffe verwendet habe für die verschiedenen Preisverleihungen, für die Award Season. Das ist ja, wir sind ja mittendrin in der Preisverleihungssaison. In Hollywood, die ist heuer ein bisschen später wie normalerweise, also in jedem normalen Jahr wären wir jetzt genau in der Zeit, wo die Oscar-Nominierungen heraus sind bereits und wo die finale Voting-Phase ist. Das ist jetzt alles 2 Monate nach hinten verschoben worden und das haben wir uns zum Anlass genommen, dass wir eigentlich auf unserer Homepage www.utss.at ein kleines Special geschrieben haben. Und wenn ihr da einfach mal mitschaut, die Awards sind unser kleiner, aber feiner Guide. Den haben wir eigentlich zusammengeschrieben, das ist ja recht fein langer Artikel, wo wir euch zu jedem großen und wichtigen Filmpreis bzw. Filmfestival im Vorfeld zu so einer Award Season einfach mal hinschreiben, was ist was und was ist wirklich relevant. Ja? Und was sollte man schauen, wenn man sich die Award Season genauer anschaut? Was heißt eigentlich Oscar-Nominierung? Kann man das voraussagen? Wenn ja, auf welche Preisverleihungen oder auf welche Events sollte man da genau schauen und was bedeutet das eigentlich alles? Also, schaut euch da gerne mal ein bisschen um. Da ist sicher das ein oder andere dabei für euch, das ihr vielleicht noch nicht gewusst habt. Und zu den Oscars, die sind nämlich ganz unten in diesem Artikel, wenn ihr da einmal dazu schaut. Da unten nämlich, das ist ganz ein kleiner Absatz. Ja? Das haben wir deswegen so klein geschrieben, weil zu den Oscars gibt es ein eigenes Special. Da haben wir uns nämlich gedacht, wir erklären euch das dann, wenn die Oscars vor der Tür stehen, wie das eigentlich mit dem Voting-Prozess bei den Oscars funktioniert. Ja, weil das ist nämlich ein bisschen eine spezielle Sache. Ja, da haben wir uns eben gedacht, wir machen da ein Spezialvideo. Okay, dann würde ich gleich sagen, gehen wir voll rein. Drei Filme sind ganz kurz zu besprechen von unserer Seite. Die Kritik zu Malcolm & Marie ist bereits online gegangen. Da werden wir dazu nicht mehr so viel sagen, weil da teilen wir die Meinung. Grundsätzlich, genau. Haben wir gesehen. Ne? Ja. Da sind wir relativ am gleichen Dampfer, ja, was so die Probleme und die großartigen Sachen in dem Film hassen. Schauen wir mal auf drei Filme, wo ich glaube, wir sind auch relativ ähnlich. Ich bin gespannt, weil über das haben wir tatsächlich nicht gesprochen. Den ersten, den ich da gleich aufmachen möchte, ist der da, nämlich Eighth Grade, den wir gestern noch einmal, also ich mein Fall noch einmal angeschaut habe, du den das erste Mal gesehen ich hast. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, genau. Genau, ist ein Film von A24, der Produktionsgesellschaft, zu der es schon bereits auf der Homepage ein Special gibt, beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal ein Special gibt, schaut da gerne mal rein. Eighth Grade ist ein Film von Bo Burnham und ist seit dieser Woche auf Netflix zu streamen. Endlich hat der Film einen deutschen Streaming-Start. Das war nämlich ganz, ganz lange nicht der Fall. Der ist in Deutschland irgendwie so und Deutschland und Österreich und generell im europäischen Raum, als wir es denn nicht geben hätten. Mhm. Und jetzt endlich gibt's den Streamer auf Netflix. Und ich möchte wirklich an der Stelle jetzt ohne großartig in das Spoilerische jetzt schon zu gehen, bitte schaut euch den Film an. Das ist wirklich so eine Sache, sowas sieht man ganz, ganz selten. Eighth Grade ist so ein ganz spezieller Film. Das kann man eigentlich auch fast gar nicht erklären, warum das so ist. Aber ich glaube, den sollte man anschauen. Erklären wir zuerst schon mal ganz kurz, um was es geht, oder? Ganz schnell. Magst du das machen? Mach ich das? Ja, es geht um ein Mädchen, die Kayla. Und die geht gerade in die Mittelschule. Und sie ist in der 8. Klasse und im letzten Jahr, bevor sie dann in die Highschool kommt. Und wir erleben praktisch dieses Jahr mit ihr, wie es ihr da dabei geht, wie es ihr mit sozialen Kontakten geht, wie es ihr in der Schule geht, wie sie sich auf die Highschool vorbereitet. Genau. Richtig. Ja. Also ein klassisches Coming-of-Age-Geschichte, das uns da erzählt wird. Jetzt kann man natürlich gleich schon sagen, 100 Mal gesehen und so.
Und der Film fängt da so ein bisschen so an, also ich weiß nicht, wie ich den Film das erste Mal so ein bisschen gesehen habe, dass ich mir am Anfang gedacht habe, wieder ein Mädel, das uns in Form von YouTube-Videos erklärt, wie die Welt funktioniert. Das kennt man eigentlich auch schon und es ist jetzt so. Und dann irgendwie so mit Fortdauer dieses Films wird der Film zu ganz viel mehr, Ja, finde ich. der Film ist ganz anders als viele Filme, die so ähnlich aufgebaut sind wie er. Und ja, das ist wirklich schwer zu beschreiben, aber er ist ganz eigen irgendwie und total interessant. Ich würde mal so sagen, ich glaube, dass es selten einen Film gegeben hat, der diese Phase akkurater porträtiert wie der. Die Unsicherheiten, die mit dem Alter so mitspielen, die verschiedenen Zugänge zu gewissen Themen. Das ist tatsächlich, was den Realismusgrad angeht, schon relativ ganz hoch oben angesiedelt. Und Bo Burnham ist ja normalerweise ein Comedian, der den Film gemacht hat. Ich möchte den Hut ziehen vor den Menschen. Also das ist so präzise beobachtet und so super ja, positioniert einfach, um was es dort wirklich geht. Die Elsie Fisher heißt, dieses Mädel spielt die Kayla und ich würde sagen, Idealbesetzung, oder? Super, ja. Also, die Art und Weise, wie sie eben ausschaut, mit Ja. den Hautunreinheiten und das ist also Also man glaubt irgendwie. irgendwie nicht, dass es ein Film ist, man glaubt, das ist echt ihr echtes Es Leben. ist fast ein Weißt Doku. du? Es ist Ja, wirklich fast ein also es Doku. wirkt halt so. Sprechen wir über eine ganz besondere Szene in dem Film vielleicht. Die eine Szene, die den Film für mich wirklich ganz, ganz weit über den Einheitsbrei hebt, ist die Szene im Auto. Ja. Die finde ich grandios. Die finde ich nämlich nicht nur grandios vom Gespielten her, sondern auch grandios von dem, was geschrieben ist. Weil das auf den Punkt bringt, um was es in der Szene Das eigentlich zu stimmt, gehen hat. ja. Das ist schon sehr, auf der einen Seite schon ein bisschen harter Tobak, aber auf der anderen Seite unglaublich authentisch, finde ich. Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe mir einmal so punktemäßig überlegt, wie viel ihm geben würde. Ich hätte ihm jetzt sofort einmal, ich bin irgendwo zwischen 8 und 9. In dem Fall würde ich aber dann auf 8 gehen, weil im letzten Teil hat er ein bisschen Längen. Da hat er mal ein paar Längen zu viel. Er ist nämlich am Anfang hat er so genau die richtige Mischung zwischen Comedy und Tragik. Und im Ja. letzten Teil ist er dann sehr bierernst und ziert sich dann auch sehr. Finde ich. Das ist aber meine persönliche Ja. Meinung. Aber bitte, das klingt total negativ jetzt. Eighth Grade ist ein super Film. Der ist wirklich super. Also glaubt dem Hype. Der ist wirklich gut. Na, ich hätte na eben 8 Punkte gegeben. Ja? Ja. Einfach auch, weil ich ihn total gut finde und es, wie ich sage, es gibt wenig Negatives in dem Film. Ja, genau, ja. Richtig. Ja, fast irgendwie schwer, was außerzufinden, aber ich glaube, 8 Punkte beschreibt den Film auch gut. Ja, also es ist absolut ein toller Film, der ja, einfach über den Einheitsbrei dieser Coming-of-Age-Geschichten sicher total drüber steht. Und da wird man dann tatsächlich wirklich Empfehlung ausgeben, gell, im Sinne Gucci und anschauen, bitte. Ja? Eighth Grade. So, dann haben wir einen Film ebenso auf Netflix und den müssen wir ganz dringend durchbesprechen, wir zwei. Weil das haben wir nämlich sogar wir zwei untereinander noch nicht getan, nämlich die Ja. Ausgrabung. Das ist der große Netflix-Film der vorigen Woche. Ich habe extra keine Kritik dazu gefilmt, weil ich mir bis ganz lang nicht sicher war, was ich von dem Film überhaupt halten soll. Sorry, Okay. ganz ehrlich. Ich habe es ganz lang nicht gewusst, wohin ich soll mit dem Film. Nämlich jetzt nicht, ob positiv oder negativ, Ja. sondern wie genau. Ja. Die Ausgrabung ist ein Film, der, sieht man jetzt schon da, ein klares historisches Setting hat. 1938. Wir begegnen dort einer reichen Witwe, die einen Hobbyarchäologen anheuert, weil sie vermutet, dass irgendwo auf ihrem Landsitz irgendwas vergraben ist. Und der beginnt dort seine Nachforschungen und grabt um und dann plötzlich, ja, findet der wirklich was.
Genau, der es findet, kommt zu einer großen Entdeckung. Der findet da wirklich was und das beruht auf einer wahren Begebenheit. Also das kann man ja auch nachschauen. Auf jeden Fall ist dann plötzlich ganz großes Bahö um diese Entdeckung und parallel dazu bereitet England den Zweiten Weltkrieg vor. Ja. Beziehungsweise den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen. Und ein Film, der britischer Kampf sein kann, wieder einmal, ist eine ganz klare britische Geschichte. Ralph Fiennes in der Hauptrolle sieht man da eh schon. Carey Mulligan, die ich mit jedem Mal lieber singe. Die ist super. Das, ja. Und Lily James in einer Rolle, wo ich sie lange nicht erkannt habe, tatsächlich, was das auf Brille alles machen kann. sensationell. Regie Simon Stone, den mache ich mir jetzt einmal da ganz kurz auf, weil ich weiß nämlich tatsächlich selber nicht mehr, was der gemacht hat bis jetzt. Der war mir tatsächlich nicht bekannt vorher. Und da sieht man auch schon wieso. Mir sagt kein einziger Film von dir irgendwas, die? Nein. Aber der ist eine relativ jung noch, oder? 35, ja. Also, für 35 Jahre ist das tatsächlich sehr, sehr cool, was der gemacht hat. Ja. Sprechen wir kurz drüber. Die Ausgrabung. Was hat dir gefallen an dem Film? Ja, besonders gut gefallen hat mir, wie der Film ausschaut. Ja. Das ist echt total, du glaubst, du bist in der Zeit von damals. Ja. Und du kannst dir da richtig einfühlen in die damalige Zeit. Also es schaut total gut aus, es ist total gut gefilmt. Dann auch was die Leute anhaben, zum Beispiel die Kostüme. Es ist echt, hat mir sehr gut gefallen. Genau, genau. Auf das wollte ich jetzt gerade nochmal genau umgehen. Gut, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, Kostüme. Wirklich total stimmig. Man fühlt sich wirklich total in die Zeit versetzt, so wie das auch gehört. Das ist einmal die technische Komponente. Also der schaut gut aus, der ist gut gemacht, der ist gut produziert, der hat schon wirklich, also man merkt, der ist wertig. Ja? Der ist wertig. Schauspielerische Leistungen. Ja, Carey Mulligan, hast du schon gesagt. Ja, super. Unterstützt. Und Ralph Fiennes, genau. Voldemort in the Flesh. Total super. Ralph Fiennes wird alt jetzt. Also ja, der wird jetzt passt alt. Voll gut in die Rolle. Der wird jetzt alt. Für der Rolle passt total gut. Und was noch faszinierend war bei dem Film, was man vielleicht bei anderen Filmen nicht so hat, es kommen verschiedene Personen vor, die sich aber zu Beginn noch nicht kennen, die sich erst im Laufe des Films in der Handlung kennenlernen. Und es ist total interessant, wie die miteinander agieren. Ja. Das finde ich voll spannend zum Zuschauen. Stimmt. Schauspieler haben wir, jetzt sprechen wir mal kurz über die Story selber. Das ist ein Film, der, finde ich, in der Art und Weise heuer eigentlich, oder heutzutage nicht mehr gemacht wird. Ja. Das ist nämlich ein Film, der sich wirklich das Ausgangsmaterial hernimmt. Du hast eine archäologische Entdeckung. Fertig. Und du machst drum einen Film. Ja, ja. Fertig. Also da ist jetzt kein großes menschliches Drama irgendwo dazwischen. Ich meine, ja, das natürlich aufgrund ihres Schicksals von der Edith selber. Ja. Aber ansonsten, also das große Primborium um diese ganze Geschichte fehlt komplett in den Filmen. Das ist ein sehr nüchterner, sehr ruhiger, sehr traditioneller Film als Period Piece verpackt. Auf das muss man sich einlassen und vor allem sowas sieht man relativ selten heutzutage. Genau. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich finde es super, dass das zwischendurch auch solche Filme noch gibt. Dass man sich einfach hinsetzt und knappe zwei Stunden Menschen zuschauen, wie sie was ausgraben und was das für eine Auswirkungen auf die Gesellschaft im Kleinsten und im Größeren hat. Genau. Früher hätte man so einen Film wahrscheinlich ganz, ganz böse Oscar-Bait genannt. Weil das so ein Film ist, der schon, also früher, jetzt, heutzutage funktioniert sowas nicht mehr. Aber ich glaube durchaus vor 20 Jahren ungefähr, wenn man den Film so vor 20 Jahren hergestellt hätte, vor die Academy, hätte es da sicher sein können, dass man da irgendwann gesagt hätte, hey, über den müssen wir mal reden. Gell? Weil das ist so der klassische Oscar-Film. Ja? So der klassische, bitte, bitte Preise, 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 bitte. Bitte, bitte. Und für das allerdings ist der mir ein bisschen zu, wie soll ich sagen, er ist mir nicht flashy nur für das. Also es ist angenehm. Gell? Ja. Er geht nicht irgendwie auf billige Emotionalität oder so, wenn das jetzt irgendeinen Sinn macht, sondern
Er sagt es und macht draus, was wollt. Also es ist jetzt keine emotionale Musik. Und Nein, der gar sagt nicht. dann nicht in der Szene, bitte jetzt sofort weinen und in der Szene, bitte soll das Herz festschlagen anfangen, sondern schau einfach. Ja? Ich finde sowas cool zwischendurch mal. Ich mag das, dass es so eine Filme noch gibt. Mir da sehr gut gefallen. Ich habe ihm, glaube ich, 7 von 10 Punkte gegeben. Ich Ich glaube. glaube, ja. Also auch da Netflix, wenn das so weitergeht, die nächsten 50 Wochen oder deine 40 Wochen, wie viel jetzt auch immer noch übrig sind, macht so weiter. Gell? Macht so weiter. Ihr habt mittlerweile, das haut gut hin. Also das ist echt cool, muss ich sagen. Ausgrabung, Malcolm and Marie, das ist alles irgendwie echt. Super. Ja, das kennt man so von Netflix nicht. Ich bin sehr, sehr überrascht. Und jetzt schauen wir uns noch einen Film an und das ist der letzte für heute. Nämlich der da. Boss Level. Was lebt? Den hast du schon angekündigt im Mel Gibson Quiz. Ja, Wir haben genau. den bereits gesehen. Bei uns kommt der raus. Seht man da am 23. April 2021 erst auf DVD. Ist ein Actionfilm, Thriller und Science Fiction, wo Science Fiction Element ist dabei. Das ist dieser große Zeitschleifenfilm mit Mel Genau. Gibson. So, ja, im Grunde geht es eigentlich gar nicht um den. Naja, der Mel Gibson ist der Böse in dem Film. Das kann man an der Stelle spoilern, weil Ja, aber es der ist kommt im jetzt Trailer zu erst eine sehen. Weile gar nicht vor. Genau, Also der erscheint ja später im Film. also bitte, gell, ganz vorhergesehen einmal. Wenn ihr Fans von Mel Gibson seid, schaut euch den Film schon an, aber erwartet nicht viel Mel Gibson, weil er ist tatsächlich nicht viel in dem Film. Ich glaube, er hat insgesamt das Screentime von ungefähr 5 Minuten. Er ist eher der Mann im Hintergrund. Viel mehr, viel, viel länger sieht man ihn nicht. Fünf, Ja. fünf, 6 Minuten sowas, alles zusammen. Die Hauptperson ist nämlich, er wird gespielt von Frank Grillo und ist der Roy Palver. Der steht da unten, ist ein ehemaliger Elitesoldat. Der ist in einer Zeitschleife gefangen. Er wacht jeden Tag auf. Und Menschen machen Jagd auf ihn. Und er weiß nicht wieso. Und Und er weiß nicht, wie er da wieder der weiß rauskommt. nicht, wie er da wieder rauskommt. Genau. Und dann kommt er eben drauf, dass da eventuell auch in irgendeiner Art und Weise seine Ex-Partnerin was damit zu tun hat. Und sie ist eine bekannte Wissenschaftlerin und bla bla. Und man soll da nicht gar so viel spoilern, weil es ist halt so, Zeitschleifenfilm funktioniert dann, wenn man je weniger man weiß, Genau. desto besser ist es. Das Einzige, was eigentlich für unsere Zuschauer wahrscheinlich interessant ist, ist, funktioniert sowas? Funktioniert eine Genau, Zeitschleifengeschichte das mit war einem die Actionfilm? große Frage im Genau. Vorfeld. Kann man in dem Genre einen Zeitschleifenfilm machen? Ich finde, ja, man kann. Ja. Ich fahre mal ganz kurz mit der Maus doch her. Ja. So würde ich den jetzt bewerten. Das ist vielleicht ein bisschen viel und kann man vielleicht auch nicht so wirklich. Ups. Kann man da vielleicht nicht so wirklich verstehen, weil wenn man so Joe Carnahan einmal an sich anschaut, diesen Kerl da, der ist aufgefallen eher mit so typischen Macho-Action-Filmen bis Ja. jetzt, ja, Smoking Aces und so Geschichten. Trotzdem muss ich an der Stelle sagen, Ja, der macht total viel Spaß, der Film. ja, ich glaube Das ist schon tatsächlich, dass cool. es im gesamten Kinojahr heuer, also Kinojahr, Filmjahr, Ja. ich wäre überrascht, wenn es in dem Genre noch ein Film schafft, ähnlich viel Spaß zu machen wie der. Das stimmt, ja. Nicht jetzt, dass der irrsinnig so lustig ist oder sich auf Locher konzentriert oder auf den. Der ist teilweise wirklich hart, Ja, gell? es sind Aber teilweise echt ein paar Sachen drin, wo du denkst, boah. ja, er ist sehr skurril, er ist sehr grafisch, gell? Aber Ah, er echt weiß cool genau, was er gemacht. sein will. Ja. Der Film weiß genau, was er sein will. Er möchte eine durchgeknallte Variante sein von einer Filmidee, die man schon so das ein oder andere Mal gesehen hat. Und ich muss wirklich sagen, Boss Level hat mich total überrascht. Boss Level hat mich wirklich überrascht. Der hat ein paar ganz nette Referenzen für Gamer drinnen. Ja. Der hat inszenatorisch, gell? Super, ja. Ist der wirklich lässig? Also wie mit diesem Prinzip der Zeitschleife umgegangen wird, dass du eben alles noch einmal erlebst. Und wir sehen ja gleich schon am Anfang, dass er das Ganze schon bereits 140 Mal durchlebt hat. Und wie mit dem umgegangen wird. Also dass da quasi Action-Szenen aus unterschiedlichen Winkeln noch einmal und verschiedenen Songschnitten und so, Genau. dass du schon. Also, Also viele verschiedene Varianten, kann man sagen. hey. Obwohl es eine Zeitschleife ist, die immer wiederkehrt, trotzdem
bei jedem Mal, der das erlebt, wieder irgendwas anderes dabei ist. Richtig. Was man vorher nicht gesehen oder miterlebt hat. Richtig. Frank Grillo als Hauptdarsteller funktioniert. Ja. Funktioniert. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl, sage ich ganz ehrlich. Aber ich finde, der funktioniert. Gut, ich finde, der funktioniert. Boss Level ist eine gute Zeit. Also wirklich eine gute Zeit. Ich war echt überrascht von dem Film. Sehr coole Ideen. Wirklich. Ja. Also total kreative Geschichten. Ob es Zorn oder echt coole Sachen. Ganz zum Schluss, also gell, dann wird da habe ich fast so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es sich zum Schluss fast ein bisschen verhebt. Okay. Wie relevant oder wie kompliziert er jetzt noch sein will. Aber trotzdem schafft das angenehm klar zu bleiben. Genau. Also es ist jetzt nicht die große Weltrettung, die da wohl schon eigentlich. Aber es ist jetzt nicht die weiß ich nicht, was für Dimension jetzt haben, sondern schon sehr konzentriert auf die jeweiligen Protagonisten. Und das finde ich echt irgendwie cool. Ich hätte mir allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, gewünscht, dass die Rolle von Mel Gibson noch ein bisschen mehr Charakterisierung. Der hätte noch ein bisschen mehr Fleisch gebraucht, finde ich. Weil er ist halt einfach der Bad Guy. Aber für so einen Film, gell? Und deswegen kriegt er von mir auch die Wertung. Für den Film passt es irgendwie so. Also das ist so ein Ort von Film, der genau weiß, was er sein will. Wenn der jetzt auch noch den Mel Gibson seine Rolle anständig charakterisiert hat, dann wären wir da. Ja. Aber da, glaube ich, ist es fair. Ich war irgendwo da dazwischen, zwischen 7 und 8, irgendwo in dem Dreh. Aber er schaut auch, und das muss man auch sagen, klar, CGI, gell, ist teuer und das wissen wir, der Film hat sicher nicht das Top-Budget gehabt. Wahrscheinlich. Ja, bestimmt nicht, aber gell? Für das ist es richtig. Ja, man merkt, also zwischendurch gibt es ein paar problematische Szenen, was die Effekte angeht, aber auch hier wieder, das ist ein B-Movie. Ja? Das möchte ganz eindeutig ein Action-B-Movie sein. Und als sowas muss ich echt sagen, finde ich voll cool. Hat mich total cool. Und zum Ende wollte ich nochmal sagen, ohne dass ich das Ende Spoiler. Oh ja, ich habe das. Ja, bitte. Ich habe, also nachdem der Film aus war, habe ich mir gedacht, Mann, was ist das? Oh, du warst schön sauer, gell? Und dann am nächsten Tag habe ich darüber nachgedacht und mir gedacht, eigentlich ist das Ende total cool. Ja. Also das war so. Ja, ich habe das sagen können. Am nächsten Tag, wo man noch drüber nachgedacht hat, habe ich zum Ende eine andere Meinung gehabt, als direkt nachschauen. Ja. Ja. Das ist eigentlich witzig. Ich habe das sagen mit bis Ende. Ich habe das tatsächlich auch sehr gerne mit. Also, Boss Level an der Stelle wirklich eine kleine Empfehlung. Wenn ihr den dann mal zu sehen bekommt, bitte macht's das. Das zahlt sich dann an der Stelle auf jeden Fall aus. So, ich würde sagen, Update an der Stelle, beenden wir die ganze Geschichte. Heute sind wir ein bisschen flotter. Für die kommende Woche könnt ihr euch schon einiges erwarten. Wir haben einiges wieder geplant. Es wird wieder Kritik geben. Es wird auch wieder eine neue Episode von UCSS Talks geben, spezial zum Valentinstag. Und haben wir noch irgendwas? Mal schauen, was uns so passiert unter der Woche. Ja? Genau. Da haben wir sonst jetzt einmal, möchten wir uns noch keinen Stress machen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was kommt. Auf jeden Fall möchten wir uns an der Stelle ganz herzlich bedanken, dass ihr bei diesem Update wieder mit dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Viert euch und ciao. Viert euch!